Herzlich willkommen in Fintis Welt zu dieser etwas ungewöhnlichen Perspektive und zu diesem sehr tollen Labervideo. Ja, heute ist wieder eure Fragen, meine Antworten angesagt. Das Format, in dem ich logischerweise eure Fragen beantworte. In letzter Zeit habe ich ja meinen YouTube-Kanal, ihr habt das gemerkt, ein bisschen umstrukturiert. Ich habe meine ganzen Formate so ein bisschen abgeändert. Ich mache die Videos alle ein bisschen dynamischer, mehr Schnitte und ein bisschen mehr Tamtam und was weiß ich nicht alles. Das einzige Format, wo dieses Geschnibbel und Effekte und Gameplay und was weiß ich was alles nicht stattfinden wird, ist dieses Format hier. Trotzdem versuche ich das hier alles so relativ knackig und zügig doch durchzureden, ne, aber ohne Schnitte, weil ich möchte halt einfach eure Fragen beantworten. Vorneweg muss ich aber jetzt ein paar Sachen sagen, denn das hatte ich beim letzten Mal schon angesprochen, aber das haben anscheinend die wenigsten noch mitbekommen, weil ich das, glaube ich, am Ende irgendwie gesagt habe. Deswegen, wenn ihr, auch vor allen Dingen für alle, die jetzt neu dabei sind, wenn ihr Fragen habt an mich, dann schreibt diese Fragen gerne unter diesem Video jetzt hier in die Kommentare. Und fragt mich da, was ihr wollt. Ne? Das, ihr könnt auch gerne, ich werde hier eine Playlist verlinken, wahrscheinlich hier oben irgendwo oder unten in der Videobeschreibung und am Ende des Videos wahrscheinlich auch, wo ich alle FAQ- oder Frage-Antwort-Videos verlinken werde. Das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch die ganzen Dinge mal angucken. Ansonsten fragt einfach, was ihr wollt. Aber ich bitte euch wirklich, wenn ihr viele Fragen habt, ne, weil viele Leute schreiben wirklich Unmengen Fragen, das ist eine ganz coole Sache, aber versucht euch auf maximal 5 Fragen zu beschränken. Merkt euch die anderen Fragen und stellt sie meinetwegen beim nächsten Mal. Aber es ist wirklich hardcore, wie viele Fragen hier teilweise gestellt werden. Und ich möchte halt einfach von jedem alle Fragen beantworten. Wenn dann aber 1 oder 2 Leute dabei sind, die komplett eskalieren, ist das halt schlecht für die anderen, weil dann muss ich mich zu sehr abhetzen und sowas alles. So, damit ich aber nicht noch länger Zeit verplemper, fangen wir mal an. Denn der erste Kandidat, der Fragen gestellt hat, ist direkt so jemand, der eskaliert ist. Der gute Zablo, der hat nämlich 19 Fragen gestellt. Junge, hast du keine Hobbys? Wahnsinn. Naja, egal. Ich fange einfach mal vorne an und werde deswegen, weil es halt 19 Fragen sind, die jetzt nicht alle im Detail mega krass beantworten, sondern ich versuche sie relativ zügig abzuarbeiten. Frage Nummer 1 vom Zablo. Holst du Red Dead Redemption 2? Vermutlich nicht, weil ich Teil 1 nicht komplett gespielt habe und dieses Western-Setting nicht so ganz meins ist. Zweitens, holst du Detroit Become Human? Ja, habe ich mir tatsächlich schon geholt, wollte ich zuerst nicht holen, weil es dieses Androiden-Ding ist, was nicht so mega meins ist, aber ich habe es mir am Ende doch geholt und das war eine sehr gute Entscheidung. Ich bin aber noch dabei, das zu spielen. Drittens, holst du Spyro Remastered Collection? Ja, habe ich mir vorbestellt, weil ich Spyro damals komplett außer Acht gelassen habe und nie gespielt habe und ist natürlich dann eine gute Möglichkeit, das Ganze nachzuholen. Viertens, wünschst du dir ein Servo für die Switch? Ich denke, diese Frage kann sich jeder, der meinen Kanal die letzten Monate verfolgt hat, selbst beantworten. Selbstverständlich wünsche ich mir das. F-Zero ist eine der besten Spielereien überhaupt. Fünftens, glaubst du, dass The Last of Us 2 2018 erscheint? Nach der jetzigen E3? Nein. Ich denke erst 2019. Sechstens, welche Dinge wünschst du dir für die PS5? Das ist eine sehr schwierige Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Ich wünsche mir für eine PS5 einfach keinen großen Schnickschnack-Gedöns. Ich wünsche mir eine leistungsstarke Konsole, dass die ganzen Sachen noch krasser aussehen. Ich denke mal, es wird auf 4K mittlerweile dann gehen, dass die Standardversion der PS5 logischerweise schon 4K hat. Es wird mit Sicherheit HDR-Unterstützung geben und VR, da werden sie sich weiter darauf konzentrieren. Und das sind auch Sachen, die mir auch vollkommen für eine PlayStation-Konsole oder für eine Sony-Konsole ausreichen. Die müssen nicht irgendwas krass Innovatives machen, wie jetzt Nintendo oder so. Siebtens, holst du dir Ghost of Tsushima, das neue Spiel von Sucker Punch, den Infamous-Machern? Ist das von Sucker Punch? Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, Ghost of Tsushima war, wie ihr im letzten Video schon sehen konntet, eins meiner Highlights der E3 gewesen und wird definitiv gekauft. Achtens, holst du dir die ganzen PS4-Exklusivtitel oder gibt es ein paar, die dich nicht reizen? Es gibt mit Sicherheit welche, die mich nicht reizen. Normalerweise bin ich wirklich dabei und hole mir fast alle exklusiven Sachen für jede Konsole, auch für die Switch und so. Aber es gibt immer mal wieder Sachen, die mich nicht reizen. Unter anderem zum Beispiel Resident Evil 2, das Remake. Ich vermute mal, das kommt auch exklusiv für die PS4. Oder Death Stranding, sofern das für die PS4 exklusiv kommt. Ich weiß es ja nicht genau. Ne? Sowas werde ich mir nicht holen. Aber normalerweise hole ich mir fast alle exklusiven Sachen schon. Ja. Neuntens, wie würdest du reagieren, wenn Darth Vader vor der Haustür stehen würde? Ich würde ihn auf einen Whisky einladen, sehr wahrscheinlich. Zehntens, wie würdest du reagieren, wenn der Millennium Falcon vor deinem Haus landen würde? Ich würde ihm sagen, nicht da, Junge, da ist Parkverbot, lande gefälligst hinten. Keine Ahnung, wäre cool.
Elfens, wieso bist du übersättigt von den Marvel-Filmen? Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich außer diese Standardsachen wie Spider-Man und so damals nicht viele Comics gelesen habe. Und deswegen diese ganzen Marvel-Filme, sie bauen alle aufeinander auf, das wird einfach nur ausgeschlachtet. Deswegen bin ich so ein bisschen übersättigt gewesen von diesen ganzen Marvel-Filmen, zumal ja auch Iron Man 3 und so, den fand ich nicht so geil. Keine Ahnung, es ist mir alles zu viel irgendwie. Wobei ich mittlerweile die letzten Avengers und wie sie alle hießen, Guardians of the Galaxy und den ganzen Krempel da, da hätte ich schon Bock drauf, die zu gucken, aber mittlerweile muss ich da so viele Sachen nachholen, um alles verstehen zu können, dass ich da wahrscheinlich einfach raus bin. Oder ich gucke mir die wirklich der Reihe nach irgendwie mal an. Zwölftens, in welcher Epoche wünschst du dir Assassin's Creed? Ich würde mir wünschen, wenn sie entweder nochmal dahin zurückgehen, wo sie angefangen haben, also mehr oder weniger angefangen haben, nämlich mit Ezio, dass sie so in Italien irgendwo sind, einfach weil ich Bock habe, nochmal dieses Assassin's Creed Gameplay zu haben, wie früher, dass man über Dächer rennt und sowas. Das hat man mittlerweile ja ultra selten, ne? Klar kann man da hochklettern, aber es bringt einem meistens nicht viel. Mittlerweile ist es ja mehr ein normales Action-Adventure geworden, mit einer guten Story, mit Rollenspielelementen, aber ich hätte nochmal gern dieses typische über Dächer klettern und schleichen und von einem riesigen Turm runterspringen und sowas alles. Das hätte ich schon mal Bock drauf. Oder sie springen mal in eine komplett andere Epoche oder mal in ein komplett anderes Setting. Keine Ahnung, in den Norden zum Beispiel oder einfach mal nach Japan oder irgendwie sowas. Das wäre cool. Drittens, hast du schon den F-Zero-Gleiter geparkt? Ja, den parke ich demnächst wahrscheinlich auf meiner Haut irgendwo. 14. Wie viele PS4-Spiele hast du insgesamt? Digital und Disk-Version. Digital sind es, glaube ich, nur zwei oder drei. Und als Disk-Version habe ich mittlerweile fast 80 Spiele in meiner Sammlung. 15. Wieso hast du was gegen Tomb Raider oder kannst du die nicht leiden? Erstens, wenn, dann wäre es Lara Croft, die ich nicht leiden könnte. Tomb Raider ist ja nur die Reihe, Lara Croft ist auch egal. Aber ich habe nichts gegen Tomb Raider. Ich habe sogar Tomb Raider, das Reboot und Rise of the Tomb Raider im Regal stehen und werde mir dieses Jahr auch Shadow of the Tomb Raider sehr wahrscheinlich holen. Mit Sicherheit nicht zu Release, aber irgendwann später. Ich habe nichts gegen Lara Croft, keine Ahnung. Wie kommst du darauf? 16. Wie kann es sein, dass du das beste PS4-Spiel 2017 Horizon Zero Dawn nicht durchgespielt hast? Komm nicht mit, sind zu viele Gegner an. Das habe ich in The Witcher 3 auch gehabt. Okay, da muss ich jetzt doch mal kurz ein bisschen näher drauf eingehen. Und zwar, dass das das beste PS4-Spiel ist, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Das ist eine ganz objektive Meinung, dann subjektive Meinung. Aber zum Beispiel, ich habe damals angebracht, dass es mir nicht gefallen hat, weil die Gegner einfach überall waren und mir das zu viel war. Bei The Witcher 3 hat man auch viele Gegner, das ist richtig. Aber ich kann bei einem The Witcher 3 zum Beispiel oder auch bei einem Breath of the Wild kann ich den Gegnern einfach entgehen. Ich kann einfach weiterlaufen und dann lassen sie ab. Das passiert mit Sicherheit bei Horizon Zero Dawn auch irgendwann, aber sie sind halt auch einfach auf den Wegen. Ich kann nicht mal auf den Wegen entlang reiten und habe meine Ruhe. So, überall sind da diese blöden Dinosaurier-Gegner. Und das hat mir einfach irgendwann nicht mehr gefallen, weil es mir zu sehr auf den Sack ging, dass ich jedes Mal kämpfen oder schleichen musste, ohne mal in der Story einfach so voranzukommen. Deswegen habe ich es nicht zu Ende gespielt. 17. Machst du einen Livestream oder klappt das mit der Zeit nicht? Ja, meistens ein Livestream würde von der Zeit her mal klappen, so, weil jetzt aktuell hätte ich ja Zeit, aber dann müsste ich das Video jetzt hier sausen lassen. Dann könnte ich das Video nicht aufnehmen. Und da bei mir Videos immer vorgehen, ne, vor einem Livestream, kommt es halt meistens dazu, dass ich halt nicht Livestream, sondern stattdessen ein Video mache. Deswegen wird Livestream, da müsste ich wirklich mal sehr viel Zeit haben oder mal im Urlaub oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber meistens produziere ich einfach dann ein paar Videos vor. Ihr habt was zu gucken. Ich kann in Ruhe noch was zocken, weil ich halt meine Ruhe habe vom Video machen für ein, zwei Wochen oder so. Aber Livestream, wenn die Möglichkeit mal kommt, werde ich das nochmal machen. Aber ich kann da nichts versprechen. Dann 18. Machst du ein Video mit deinen Erwartungen und Hoffnungen zur E3? Ja, das ist ja schon längst erledigt. Habe ich schon gemacht und ich habe sogar letztens ein Video rausgehauen, ein Recap zur E3 mit meinen Highlights. Könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Werde ich vielleicht, wenn ich dann denke, irgendwo verlinken. 19. Holst du Jurassic World Evolution? Definitiv, habe ich schon vorbestellt, habe ich mega Bock drauf. Für die PS4. So, dann gehen wir weiter zum Pronob. Der hat drei Fragen. Die erste Frage ist: Wie lebst du mit der Schuld, mir mit deinem Video wichtige Zeit für den Videoschnitt geraubt zu haben? Ja, das letzte Video ging auch relativ lange und ja, was soll ich dazu sagen? Ist mir egal. Ja, ich versuche ja die Videos immer schon ein bisschen kürzer und knackiger zu halten, aber ist halt nicht immer möglich, ne? Ja, zweitens, hast du abotechnisch ein Ziel, das du unbedingt erreichen willst?
Im Großen und Ganzen habe ich kein großes Ziel. Ich bin mit dem zufrieden, was ich bisher erreicht habe. Ich hätte, als ich damals mit YouTube angefangen habe, niemals gedacht, dass ich überhaupt mal 5000 Leute zusammenbekomme, die meinen Kanal abonnieren soll. Das, klar, war das immer so ein kleiner Traum, aber ich hätte das niemals für möglich gehalten. Dass ich jetzt auf die 6000 zugehe und jeden Tag wirklich Leute meinen Kanal abonnieren, ist unfassbar krass. Und ich habe natürlich irgendwo im Hinterkopf ein Ziel, und das sind natürlich die 10.000. Ich denke mal, das hat jeder, der so in meinem Bereich irgendwie rumschwebt, zwischen 5, 6, 7.000 Abos, dass er hofft, irgendwann die 10.000 zu erreichen. Das wäre noch ein schönes Ziel, alles darüber hinaus, wenn es kommt, okay, aber ich versuche da nichts zu erzwingen oder so. Im Kleinen nutze ich irgendwelche Sachen aus, wie irgendwie reißerische Thumbnails schon mal machen oder sowas, oder die Tags ein bisschen anpassen, aber ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus hier irgendwie mega erfolgreich, bekannt, Fame oder was weiß ich was werden. Drittens, Analplug oder Nippelklemmen? Dann doch eher die Nippelklemmen. Ja, okay, das war nur ein Kommentar, in Anführungszeichen nur, trotzdem danke dafür, Retro. Der WWE-Investor, der hat mir auch ein paar Fragen gestellt. Ich habe jetzt leider das falsche T-Shirt an, denn er hat mir vor kurzem ein T-Shirt zugeschickt. Da werde ich aber demnächst irgendwann vielleicht nochmal drauf eingehen oder so. Wenn ich es dann anhabe, dann werde ich das, glaube ich, mal erklären. Danke übrigens nochmal dafür. Es war eine unfassbar coole Sache. Erstens, kann es sein, dass bei euch die Hunde das Urlaubsziel aussuchen? Ja, jein. Also natürlich gucken wir in unserem Urlaubsziel danach, dass wir die Hunde mitnehmen können. Und wir können natürlich jetzt auch nirgends hinfliegen, weil klar könnten wir die Hunde in so eine Transportbox packen und die könnten ins Flugzeug und so, aber dann müssten sie unten in diesen, die dürfen ja nicht mit in den Passagierbereich, die müssten ja unten, wo die Koffer sind. Und das will ich unseren Hunden nicht antun, würde ich noch nicht mal einem Hund antun, wo ich wüsste, dem macht das nichts, weil das ist einfach scheiße. Und deswegen fliegen wir nirgends hin, sondern fahren halt immer irgendwo in Urlaub. Und es ist eigentlich egal, ob wir jetzt ans Meer fahren, in die Berge oder sonst wo. Hauptsache, wir finden eine Unterkunft, wo die Hunde mit hin dürfen. So, bisher war es halt immer nur so, dass wir halt einfach ans Meer gefahren sind, weil uns das da halt gefällt. So. Und die Hunde können da mit, das passt alles und deswegen alles cool. Also, dass die Hunde jetzt speziell als Urlaubsziel aussuchen, ist nicht der Fall. Aber es schränkt natürlich schon ein, das ist natürlich richtig. Zweitens, was stört dich an Videos von einer Stunde Länge so sehr? Das Problem ist, ich selber gucke keine Videos von einer Stunde Länge so. Klar, ab und zu, wenn ich mal wirklich nicht viel zu gucken habe und habe Zeit oder räume hier unten meine Bude um, dann klicke ich auch mal so einen stundenlangen Vlog an. Aber ich gucke sie halt selber nicht sehr gerne, weil ich mir überdenke so, ja, ich habe so viele andere Videos zu gucken, da gucke ich lieber eins, was 12 Minuten geht oder was nur 5 oder was auch mal 25 geht. Aber ich gucke dann nicht das stundenlange Video so, weil das dann einfach zu lang ist. Und irgendwann geht das unter und dann vergesse ich es zu gucken und dann ist es weg. Von Mirko habe ich zum Beispiel schon so viel, oder auch von Weidemann, so viele FAQs nicht geguckt, einfach weil sie so mega lang sind. Und dann fällt das irgendwann hinten ab und dann denkt man nicht mehr dran. Und das möchte ich vermeiden. Ich möchte die Videos so machen, dass sie auch trotzdem geguckt werden. Klar, viele von euch gucken diese langen Videos, aber viele halt eben auch nicht. Deswegen versuche ich immer alles so ein bisschen knackiger zu halten. Früher habe ich lange Videos gemacht, andauernd, aber das, wie gesagt, ich will das ein bisschen ändern. Habe sie auch ein bisschen geändert. Drittens, wie lange behältst du die Kartons von technischem Kram? Das kommt ganz drauf an. Technischer Kram, wenn es eine Konsole ist, dann behalte ich das ewig. Und wenn es jetzt sowas ist wie eine Kamera oder eine Mikrowelle oder eine Lampe oder sonst irgendwas, dann schmeiße ich das meistens, sobald ich sehe, es funktioniert, schmeiße ich das weg. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie, wir würden einen neuen Fernseher kaufen und das Ding werde ich wahrscheinlich dann irgendwie auf dem Speicher oder in den Keller verfrachten, den Karton erstmal auf unbestimmte Zeit. Aber normalerweise, wenn ich sehe, das technische Gedöns funktioniert, schmeiße ich den Karton meistens weg. Wobei es mit der Kamera nicht stimmt, da hebe ich die Kartons eigentlich auch immer auf. Viertens, bekommst du noch mal manchmal Albträume vom schwarzen Nintendo Labo Cover? Ja, unfassbar. Da werde ich manchmal schweißgebadet wach und denke, oh mein Gott, der schwarze Rücken vom Nintendo Labo Cover. Ja, mich stört sowas halt einfach, ne? So, gehen wir weiter. Der nächste ist Crytek oder Crytek. Erstens, hast du Star Wars Battlefront 2? Wenn ja, gefällt es dir gut, so gut wie der erste Teil? Und wenn nein, wirst du es dir holen? Nein, ich habe es nicht und ich werde es mir auch nicht holen, weil jetzt ist es eh zu spät, jetzt ist das Ding eh ausgelutscht und der Zug ist abgefahren, aber mir reichte der erste Teil, den habe ich gerne gespielt, also der erste Teil vom Reboot jetzt und mehr brauchte ich da ehrlich gesagt nicht. Zweitens, findest du, dass eine neue Konsolengeneration dieses oder nächstes Jahr zu früh wäre? Microsoft hat ja, glaube ich, sogar schon gesagt, offiziell, dass sie an der nächsten Konsolengeneration arbeiten. Sony hat das noch nicht getan. Ich denke, also für mich wäre es zu früh, weil ich, wenn überhaupt, mir eine PlayStation 4 Pro kaufen würde,
Denn wenn ich die Sachen sehe, die jetzt auf der E3 angekündigt wurden, wozu brauchen wir da eine neue Konsolengeneration? Die Spiele, die für die egal was da kommt, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel nur mal mein Highlight nehme, so Ghost of Tsushima, das sieht doch unfassbar krass aus. Wieso brauchen wir da eine neue Konsolengeneration? Der nächste Schritt wäre dann nur 4K, HDR und noch mehr VR-Gedöns. Und das kann von mir aus noch 2, 3 Jahre dauern. Von daher wäre das für mich zu früh. Der Game Engine hat 10 Fragen. Junge, was ist denn bei euch los? Erstens, was kommt bei dir auf die Pommes? Ganz klassisch Mayonnaise. Was ich auch gerne mag, sind Chili-Cheese-Pommes. Aber Mayonnaise, der Klassiker, das geht immer. Zweitens, welches N64-Spiel würdest du gerne als Remake auf der Switch sehen? Mario 64 mal außen vor gelassen. Was hatte ich da? Ich hatte das ganze Video schon mal aufgenommen, habe es aber gelöscht aus diversen Gründen. Was hatte ich da noch genommen? Ich glaube, Ocarina of Time fände ich sehr cool, wenn es einfach mal als gute HD-Version kommt, weil das Remake für den 3DS hat gezeigt, dass eine Auffrischung dem Spiel sehr, sehr gut tut. Und wenn das Ganze jetzt mit dem Gameplay, wie es auf dem 3DS funktioniert, für die Switch kommt, in einem sehr, sehr schönen HD, dann wäre das doch eine coole Sache. Das würde ich auf jeden Fall nehmen. Ansonsten ein Lilith Wars in HD würde ich nehmen, tatsächlich. Ja. Ich glaube, diese beiden Sachen wären so meine Highlights. Drittens, lieber Supermarkt oder Discounter. Ich gehe meistens in den Supermarkt, so bei uns um die Ecke, weil ich da auch alles bekomme. Ist ja meistens ein bisschen teurer, aber ich gehe da gerne hin, weil ich da ist es nicht so überlaufen. Meine Frau, die schicke ich immer dann in den Aldi, so der ist direkt daneben, da geht die immer hin. Der macht das nichts, aber ich hasse es, in einen Discounter oder einen Supermarkt zu gehen, der mega überlaufen und voll ist und so. Wenn mich jemand zu den Aldi, Angeboten schickt, wo man dann morgens um 8 Uhr schon vor der Tür steht und muss sich prügeln, dass man überhaupt reinkommt. Nein, danke, dann kaufe ich es lieber nicht. Oder kaufe es zu einem normalen Preis. Keine Ahnung. Deswegen für mich eher Supermarkt. Viertens, welcher Superheld wäre deiner Meinung nach mal an der Reihe, ein geiles Game zu bekommen? Also Spider-Man bekommt er jetzt schon mal eins. Das wird ja wahrscheinlich ziemlich cool. Ansonsten würde ich als Anti-Held und Superheld und Comicfigur Lobo ganz cool finden. Da könnte man bestimmt so was Cooles machen wie mit Deadpool irgendwie. Deadpool hatte ja ein Spiel, was ganz gut war, aber Lobo, ich hoffe, ihr kennt Lobo. Das fände ich mal ganz cool. Mal abseits von diesem ganzen typischen Marvel Avengers Iron Man Gedöns, fände ich Lobo eine sehr coole Sache. Oder ein neues Spiel zu Spawn, das wäre auch nochmal was. Ist kein Superheld, aber ist halt eine Comicfigur. Gibt es Sitcoms, die du immer wieder gerne guckst? Ja, du hast sie sogar aufgelistet, nämlich King of Queens. Ich gucke generell sehr gerne Sitcoms, Scrubs, Two and a Half Men, die ganzen alten Sachen von damals. Gucke ich alles gerne, aber King of Queens ist mein absolutes Highlight. Ich hätte ultra gerne diese DVD-Box, wo man diesen IPS-Truck hat, wo ne, die ganzen DVDs drin sind. Ultra geil, aber war mir damals immer zu teuer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie noch gibt, ob man die noch kaufen kann. Wahrscheinlich bei eBay irgendwo. Super Serie auf jeden Fall. King of Queens ist All-Time-Favorite. How I Met Your Mother hast du noch aufgelistet. Finde ich gut, aber gucke ich hier und da mal. Sechstens, welche Farbe hätte dein Lichtschwert? Lila oder Rot? Einfach Rot, weil Sith und Lila, weil es eine coole Farbe ist. Dann siebtens, welche Sega-Konsole würdest du dir gerne mal genauer angucken? Die einzige Sega-Konsole, die ich mir mal genauer angucken würde, wären zwei. Es wäre das Sega Mega Drive, was ich hier habe, und der Sega Game Gear, den ich gerne nochmal hätte. Das sind aber Sachen, die ich kenne von früher, deswegen bräuchte ich sie mir nicht genauer anzugucken, mein Auge juckt, sondern ja, würde sie einfach nur gerne nochmal haben. Mega Drive habe ich, Game Gear leider nicht. Achtens und eventuell auch was von SNK. In der Tat nein, weil ich damit früher die Berührungspunkte hatte und deswegen interessiert mich das Ding so eigentlich gar nicht. SNK, ich könnte gar nicht sagen, was das überhaupt für ein Teil ist. Von daher nein. Neuntens, welche Kinder- bzw. Zeichentrickserien hat für dich das coolste Intro? Defenders of the Earth ist ein unfassbar geiles Intro und was ich jetzt sagen muss, was ich jetzt aktuell mit meiner Tochter nachhole, Pokémon. Das Intro von Pokémon ist einfach gänsehautmäßig, finde ich super. Und halt Defenders of the Earth, weil von diesen Intros von damals oder generell von solchen Intros von irgendwelchen Anime oder Zeichentrickserien, da können sich heutige normale Künstler mal ein Scheibe von abschneiden, wie viel Herzblut die in diesen Gesang teilweise gelegt haben. Ja. Zehntens, gab es schon mal ein Spiel, was du dir unbedingt kaufen wolltest, dich dann aber die Demo vorher doch abgeschreckt hat? Eigentlich nicht, weil ich eine Demo so gut wie nie spiele. Denn ich
habe es schon oft genug erwähnt, ich informiere mich, bevor ich etwas kaufe, ultra selten und ultra wenig. Klar, wenn ich jetzt irgendwie einen Trailer sehe und denke, ist das was? Dann gucke ich mir vielleicht ein bisschen Gameplay an und entscheide dann. Meistens mache ich mir aber selber ein Bild von etwas oder von einem Spiel. Deswegen spiele ich ultra selten eine Demo. Also kann ich da leider nur sagen, eigentlich nicht. Und wenn ich bisher mal eine Demo gespielt habe, dann hat sie mich meistens auch überzeugt, ich habe das Spiel gekauft. Ja, so, ein reiner Zocker hat drei Fragen. Empfindest du The Witcher 3 auch als eines der großartigsten Spiele aller Zeiten? Definitiv ist The Witcher 3 in meine besten Spiele aller Zeiten Liste reingerutscht. Ich könnte jetzt nicht sagen, wo ich das da einordnen würde, aber The Witcher 3 ist ein grandioses Spiel und definitiv eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Muss ich dir oder werde ich dir zustimmen? Definitiv. Zweitens, Days Gone sagt mir von dem Gesehenen her bisher zu. Dir auch. Nein. Es sieht super aus, keine Frage. Und es wird mit Sicherheit auch sehr viele Fans finden. Wir haben auf der E3 leider nichts Neues dazu gesehen, aber ich bin einfach kein großer Fan von Zombies, mittlerweile auch übersättigt. Ich warte da nur noch auf The Last of Us Part 2 und alle anderen Sachen mit Zombies und Endzeit und so. Ja, nee. Werde ich mir wahrscheinlich nicht holen, denn ich weiß genau, das würde ich sowieso nicht durchspielen. Drittens, was ist vom Geldwert her dein wertvollstes Sammlerstück? Ich denke einfach mal, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber die Dark Link Statue von First Four Figures, die ist relativ viel wert, glaube ich. Ich bin mir aber dann nicht ganz sicher. Und der Nintendo 3DS in der 25 Jahre Zelda Edition mit Ocarina of Time drauf. Der ist, glaube ich, auch relativ viel wert. Ansonsten habe ich jetzt keine Sachen, wo ich sage, boah, das ist irgendwie Hunderte oder Tausende Euros wert. Also, ja, bei mir ist das mehr so der emotionale Wert, der mir da wichtig ist. Ja, dann kommen wir mal hoch. Ja, der Schroff gezockt wollte, das waren alles Kommentare. Der Schroff gezockt wollte noch Fragen nachreichen, hat er nicht gemacht, wahrscheinlich nicht geschafft. Der Resolkin schreibt, das hatte ich dann noch. Resolkin. Ach ja, genau das. Ja. Okay, ich weiß, wer du bist. Ich hätte mal auch mal eine Frage, und zwar, ob du ein paar Tipps zu YouTube hast. Würde mich mal interessieren, weil ich ja jetzt auch so Videos mache und weil sie übertrieben Spaß machen. Hab bis jetzt so zwei, aber hey, ich bin Anfänger. Ja, ich sage eigentlich immer jedem, der mit YouTube anfangen möchte und der mich fragt, so, hör, was muss ich da kaufen, was muss ich da beachten, was muss ich machen, dann sage ich immer, kauf nicht zu viel. Und steckt am Anfang nicht so viel Geld da rein, weil man weiß nie, ob einem das Spaß macht. Ich habe am Anfang mit meiner Webcam angefangen, habe mir ein einfaches Mikrofon geholt, dass man mich einigermaßen gut erkennen konnte, damals noch in 720p, klar, ist auch schon 6 Jahre her, 6,5, und ein normales kleines Mikrofon, das irgendwie 20 € gekostet hat, damit konnte ich damals ganz gut arbeiten. Denn man weiß halt nie, wie gesagt, ob das einem Spaß macht oder nicht. Deswegen gibt am Anfang nicht zu viel Geld aus. Ansonsten kann ich eben nur den Tipp geben, das hat wahrscheinlich jeder, nämlich ein Handy. Und die heutigen Handys, die machen einfach unfassbar gute Aufnahmen, haben eine gute Tonqualität. Dann fangen einfach damit an. Deswegen, ich würde jetzt nicht groß in anderes Equipment stecken oder sowas, das ganze Geld. Zu den Sachen, die ihr so beachten müsst, das kommt alles mit der Zeit. Das Problem, das Einzige, was ich immer nur sage, viele machen einen Kanal auf, machen ein bisschen Content oder so und fragen dann nach zwei, drei, stellen sich vor, da machen sie irgendwie, ja, ich mache das und das, da kommt noch irgendwie ein Video, kommt ein Vlog und das dritte oder vierte Video ist dann so, was wollt ihr von mir sehen? Dann denke ich mir immer so, wenn man einen Kanal startet, also jetzt nicht gegen dich oder so, ich habe deine Videos jetzt noch nicht geguckt oder auch nicht generell, wenn jemand das so tut, aber wenn jemand einen Kanal startet und fragt nach drei Videos schon so, ja, was wollt ihr denn von mir sehen? Dann kann ich immer nur sagen, hör sofort wieder auf, weil man muss Ideen haben. Na, entweder man setzt sich hin, macht Gameplay, macht Let's Plays, dann hat man immer genug Material, oder man muss einfach Ideen haben, was man machen möchte. Wenn man nach drei Videos schon fragt, jo, was wollt ihr denn sehen? Nichts. Ich möchte von diesemjenigen dann nichts sehen, wenn er noch nicht mal Ahnung hat, was er überhaupt tun soll. Na, klar kann man sich mit der Community austauschen, aber nach drei Videos, wenn man einen Kanal startet, hat man meistens keine Community oder noch keine große. Deswegen einfach machen, einfach ein bisschen überlegen. Und wenn es nur die Meinung wiedergeben ist zu bestimmten Spielen oder Sachen, deswegen, das sind meine Tipps so für den Anfang. Macht euch nicht zu viel Stress, fangt einfach an, nehmt am Anfang euer Handy meinetwegen. Ich kenne genug Kollegen von mir, die Videos immer mit dem Handy machen. Und ihr werdet diesenjenigen, ich werde es jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, ob er das möchte, aber das ist jemand, der gerade ziemlich durchstartet und so, und der macht seine Videos im Handy. Und man merkt es halt nicht, weil die Qualität vollkommen in Ordnung ist. Deswegen, wie gesagt, nicht zu viel Geld ausgeben, einfach ein bisschen machen und probieren und dann klappt das Ganze schon.
Mit dem ganz anderen Krempel, mit Schnitt und Beleuchtung und Equipment kann man sich später noch auseinandersetzen. So. Ja, der Lonzu88, der hat ja den ewig langen Text geschrieben, das hatte ich mir im Vorfeld schon durchgelesen. Und zwar ging es darum, ob ich ihn noch kenne aus dem PlayStation Trophy Forum von damals oder nicht. Und ich muss leider sagen, es gibt so viele Namen und alles Mögliche. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich leider tatsächlich nicht mehr an dich. Gerade im Trophäenforum, da waren so viele Leute, die da mein Projekt verfolgt haben und mit denen ich zusammen da Trophäen gehuntet habe damals. Deswegen, nimm es mir nicht übel, ich kann mich tatsächlich nicht mehr an Lord Anubis, deine alte ID, erinnern. Er hat aber auch ein paar Fragen. Und zwar erstens, du möchtest ja irgendwann mal deinen ganzen Krempel aus der Garage ins Haus umziehen. Hättest du doch denn überhaupt genug Platz, um dich genauso wie jetzt in deinem Gaming zu entfalten? Mein Raum, den ich später beziehen werde, ich habe da zwei zur Auswahl. Einen davon bekommt meine Tochter später als Kinder- und Jugendzimmer und den anderen nehme ich. Das kommt jetzt drauf an. Natürlich werde ich ihr den größeren Raum geben. Ne? Das wäre unser jetziges Wohnzimmer und unsere jetzige Küche werde ich nehmen. Es sei denn, sie sagt plötzlich so, nein, ich möchte aber auf jeden Fall in diesen Raum und du kannst das große haben, dann okay, meinetwegen, aber es macht natürlich viel mehr Sinn, wenn sie den größeren Raum bekommt, weil es halt viel wichtiger als mein Gaming-Gedöns. Aber selbst wenn ich den kleineren Raum nehme, nämlich unsere jetzige Küche, dann hätte ich immer noch genug Platz, um alles unterzubekommen, was ich jetzt habe. Ich habe mir da schon so ein bisschen sowas überlegt und habe mir schon einen kleinen Plan erstellt. Ich würde allerdings die Couch nicht mit raufnehmen, die jetzt da hinten steht, weil die würde doch zu viel Platz wegnehmen und ja, ne, deswegen, ich werde mir dann einfach einen Sessel dahinstellen. Das reicht mir, den stelle ich mit in den Raum, damit kann ich alles erreichen. Ansonsten passt tatsächlich alles da oben rein. Das Problem ist aber, dass dieser Raum eine Schräge hat. Da muss ich mal sehen, wie sehr ich mich da einschränken muss. Aber im Großen und Ganzen muss ich nicht viel anders machen als jetzt. Klar, ist alles ein bisschen kleiner und so, aber nicht so mega krass. Zweitens, was wird dann aus dem Gaming-Wurm? Wird es einen Rückbau zur Garage geben oder schwebt dir noch etwas anderes vor? Ein Rückbau zur Garage, der funktioniert nicht, weil wir von außen gar nicht mehr hier reinkommen mit dem Auto. Deswegen macht eine Garage keinen Sinn. Entweder mache ich hier eine kleine Werkstatt, wo ich irgendwie was machen kann, oder einen Partykeller. Und den dann im Stile einer Wikingerbar. Das ist so mein Plan und meine Frau fand da die Idee auch gar nicht so schlecht. Drittens, wenn du dir wirklich etwas von Bayern München tätowieren lassen würdest, was wäre das für ein Motiv und wohin würdest du das stechen lassen? Ich habe es, glaube ich, sogar schon letztes Mal irgendwie erwähnt, beziehungsweise ich habe es auch, glaube ich, in die Kommentare irgendwie geschrieben. Und zwar, ich möchte von den Bayern natürlich nichts zu Auffälliges haben. Also ich würde mir jetzt nicht hier das Bayern-Wappen in die Seite tätowieren oder auf dem Arm oder so. Und zwar gibt es von den Bayern ja den Spruch, mir san mir. Und diesen Spruch würde ich mir hinten, wo sie ihn auf dem Trikot auch haben, nämlich da im Nacken, da würde ich ihn mir tatsächlich auf dem Rücken oben tätowieren lassen. Den würde man dann nicht immer sehen, weil der Kragen vom T-Shirt oder halt Hemd oder Jacke drüber ist, aber das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich meine Wahl. Ein bisschen beknackt vielleicht, aber warum nicht? Ich habe auch Mario auf dem Arm, von daher passt das schon. Viertens, welchen Spieler sollten die Bayern deiner Meinung nach für den oder die Flügel verpflichten? Und bist du dafür, dass der Verein zumindest mal Ablösesummen von vielleicht 50 bis 80 Millionen bezahlt? Jein. Also welchen Spieler, das ist eine gute Frage. Ich glaube wirklich, dass Bale eine gute Sache wäre, wenn man dann mal an diese Kategorien 50 bis 80 oder 100 Millionen geht. Bale wäre eine gute Sache, ist jetzt auch nicht mehr so ultra jung, aber ist auf jeden Fall ein Weltklasse-Spieler. Hat man natürlich im Champions League-Finale wieder mal gesehen. Der wäre, glaube ich, ganz gut. Ansonsten bin ich für alle möglichen Spieler vollkommen offen. Ich habe da jetzt keinen Wunschspieler, den ich gerne hätte. Viele rufen immer nach Dybala. Ist ein guter Spieler definitiv, aber ich weiß nicht, ob er bei uns da vorne hinpassen würde. Ansonsten diese Ablösesumme 50 bis 80 Millionen. Wenn ich ehrlich bin, ich finde es ultra krass. Das ist, braucht man nicht drüber reden. Das ist einfach total übertrieben, wenn ich sehe, Neymar für 220 Millionen bescheuert. Aber die Bayern haben das Geld. Sie haben ein gutes Festgeldkonto. Sie haben keine Schulden. Sie sind schuldenfrei. Warum nicht einfach mal sowas raushauen und einen oder zwei solche Transfers tätigen. Das wird denen nicht wehtun, weil wenn man auf seinem Festgeldkonto rumsitzt, bringt einem das auch nicht weiter. Deswegen, ja, kann man mal machen, man sollte es aber nicht übertreiben. Und man sollte wirklich dann gucken, dass man eine Granate dafür bekommt. Ne? Ja, fünftens, kennst du mich noch? Habe ich eben schon gesagt. Leider kann ich mich an dieses Ding nicht mehr erinnern damals. So, dann haben wir hier noch den Jonas F. Der hat ja, oh Junge, Junge. Also ihr seht schon, ich schaffe das gar nicht, alles in einer kurzen, knappen Zeit, das hier zu beantworten. Das Video wird bestimmt jetzt auch wieder 40, 50 Minuten gehen, ihr werdet es sehen. Deswegen fürs nächste Mal bitte, wie gesagt, 5 Fragen maximal pro Person, sonst werde ich das Ganze von meiner Seite aus einschränken und werde nur die ersten 5 beantworten. Der Jonas hat nämlich 12 Fragen. Die erste, Skype oder TS? TeamSpeak. Ich benutze zwar auch Skype,
aber davon dann eher TS. Schaust du Frauenfußball und den Jugendkick, Junior Champions League zum Beispiel? Wenn es gerade zufällig läuft und ich das dann Zeit habe und nichts anderes drin ist, dann gucke ich mir das an, aber ich bin jetzt niemand, der das aktiv verfolgt, das Ganze, egal was davon. Und ich würde, glaube ich, aber eher den Jugendkick gucken als die Frauenfußball-Sache, weil Frauenfußball können sie gerne machen, die sind gut, aber trotzdem ist das irgendwie nichts für mich. Das gefällt mir vom Spielen meistens nicht so. Drittens, wie würdest du es finden, wenn Nintendo PC-Games produziert, also Breath of the Wild auf dem PC zum Beispiel? Fände ich nicht gut. Für Nintendo wäre es vielleicht eine gute Sache, aber ich fände das nicht gut, weil ich bin froh, dass ich eine Switch habe und habe dort exklusive Sachen, die andere nicht spielen können, die keine Switch haben. So. Viertens, würdest du es cool finden, wenn man ursprüngliche Singleplayer-Games im Multiplayer-Modus spielen könnte? Inklusive Story etc. Luigi's Mansion zum Beispiel oder Breath of the Wild. Nein, denn ich möchte solche Spiele, wirklich so storybasierte Singleplayer-Games, würde ich gerne für mich alleine genießen. Klar, manche Spiele, da bietet sich das an oder es gibt ja auch manche Sachen wie das neue A Way Out zum Beispiel, wo man halt im Koop zusammenspielt. Dann definitiv. So, aber wenn es ein Singleplayer-Game ist, dann soll es auch eins bleiben und da brauche ich keinen Koop-Modus oder einen Multiplayer-Modus. Fünftens. Einer behauptet, dass Ego-Shooter jemanden zum Amokläufer macht. Was machst du? Das kommt immer darauf an, wie derjenige drauf ist, ob ich ihn kenne oder nicht kenne und ob ich gerade Bock habe zu diskutieren. Ich hatte so einen Fall mal auf der Arbeit, aber ich wusste genau, wenn ich jetzt mit dieser Person anfange zu diskutieren, diese Person, die das gesagt hat, da wusste ich, dass die nicht sehr. Wie, wie sage ich das jetzt nett? Sie ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Deswegen habe ich da nicht diskutiert. Ich habe gesagt, das ist Quatsch und habe ihr dann nahegelegt, so ich bin, das wusste sie bis dato nicht, ich bin auch Gamer, ich spiele auch Videospiele, ich balle auch gerne mal um mich. Ich sage, du hast doch jetzt deswegen kein schlechteres Bild von mir. Du glaubst doch nicht, dass ich jetzt ein Amokläufer bin, nur weil ich das mein Leben lang mache, seitdem ich Kind bin. Oh, ja, okay. Nee, ja, weiß ich nicht. So, also das. Ne, man muss immer irgendwie eine Grundlage haben. Aber es kommt immer auf meine Stimmung gerade an. Meistens würde ich die Leute sowieso einfach laufen lassen, weil die Diskussion sowieso meistens nichts bringt. Sechstens, was hältst du vom E-Sports? Schaust du es, akzeptierst du es als Sport? Findest du es gut, dass der Vereine gibt und Events und blablabla? Ich finde E-Sports ist eine coole Sache. Ich finde es cool, dass Leute den anderen da zugucken, wie sie zocken, wie sie da gewinnen. Das ist ja, ne, ich gucke gerne Fußball. Warum sollte man nicht anderen dann beim FIFA-Spielen zum Beispiel zugucken? Das kann auch genauso spannend sein. Ich gucke ja nun auch Let's Plays, also ist das eine gute Sache. Ich akzeptiere es als E-Sport, nicht als Sport, weil Sport ist für mich immer noch was, wo ich mich körperlich betätige. Und es ist genauso wie Schach. Schach, klar, da muss ich hier denken, das muss ich aber bei einem E-Sport-Event auch. Ne, wenn ich jetzt meinetwegen Splatoon spiele, muss ich auch auf Zack sein. Meine Gehirnzellen, die sind da vor allem arbeiten und so. Aber es ist kein Sport. Wie gesagt, Schach für mich auch nicht. Das ist ein Denksport oder halt E-Sport. Aber wenn ich jetzt wirklich an Sport denke, dann denke ich an Fußball, Bewegung, Basketball, Laufen, Teamsport, Leichtathletik, Schwimmen, whatever. Das ist für mich Sport. Aber trotzdem akzeptiere ich es natürlich auf jeden Fall. Siebtens, wie ist dein Humor? Schwarz oder so zum Beispiel? Ja, ich habe komplett grob breit gefächerten Humor. Ich mag viel, mag einfach stumpfen Humor. Ich mag sehr einfachen harmlosen Humor, wie zum Beispiel von Jürgen von der Lippe oder sowas. Ich mag aber auch sehr schwarzen Humor und da muss ich immer aufpassen, wem ich welche Memes oder Bilder schicke, ohne dass ich da blöd angeguckt werde. Naja. Achtens. Ein Kind beleidigt dich auf der Straße als Missgeburt und das grundlos. Was machst du? Direkt Komakelle. Nee, keine Ahnung. Es kommt drauf an, wie alt ist das Kind, in welchem Zusammenhang, wenn es einfach rüberruft, du Missgeburt. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde meistens gar nichts machen. Kommt immer drauf an, auf die Situation. Wenn derjenige jetzt direkt neben mir steht und sagt, du Missgeburt, dann würde ich ihm wahrscheinlich, ach, ich weiß es nicht, eigentlich scheuern würde ich nicht. Das wäre Quatsch so. Das ist ja das, was der wahrscheinlich will. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das kommt auf die Situation wahrscheinlich an. Und wenn es ein Kind ist, würde ich sowieso nicht schlagen. Davon mal abgesehen. Ne? Das habe ich jetzt total außer Acht gelassen gerade. Ja, weiß ich nicht. Diskutieren bringt dauernd meistens nichts. Es kommt auf einmal, wenn ich das Kind kenne, weil ich kenne halt ja viele so, ne, ich kenne tatsächlich aus dem Dorf viele Kinder, die aber nicht wissen, wer ich bin. Ich kenne die Eltern. Dann würde ich wahrscheinlich zu den Eltern gehen oder würde dann da warten oder so. Weißt du, irgendwie sowas. Das würde ich wahrscheinlich tun. Wie würdest du es finden, wenn es Gaming-Industrien in Deutschland gibt? Okay, das
verstehe ich das nicht ganz, was du meinst, weil Gaming-Industrie in Deutschland gibt es doch. Es gibt doch Spieleentwickler in Deutschland und sowas alles. Weiß ich jetzt nicht genau, was du meinst. Würde ich auf jeden Fall befürworten. 11.10. Schaust du Let's Plays von Unge, FIFA Gold United und so? Nein. Ich schaue hier und da mal sowas, aber von Unge auf gar keinen Fall. Ich bin nicht so der Riesenfan von Unge. FIFA Gold United sind zwei super Jungs, die einen super Kanal machen. Wenn dann der nächste FIFA 19 rauskommt im September, dann bin ich auch da wahrscheinlich wieder am Start. Gucke ich mir gerne an. Vor allen Dingen die beiden sind wirklich sehr entspannt und schreien nicht doof rum und eskalieren nicht immer so. Julias und Julian haben ja noch ihre Zweitkanäle, wo auch vor allen Dingen Julian Pokémon Go Videos macht, die ich lange konsumiert habe und so. Aber ansonsten gucke ich nicht viele große Let's Play Kanäle. Der größte ist, glaube ich, Tinendo. Und das ist ja nicht mal ein richtiger Let's Play Kanal. Ja, und das war's, glaube ich. Und Hand of Blood, genau. So, 11. Wie stehst du zu Religion und bist du religiös? Ich bin religiös katholisch erzogen worden. Ich kenne das auch alles. Ich akzeptiere auch vollkommen, wenn jemand darin aufgeht, wenn er in seinem Glauben Kraft schöpft und sowas. Aber für mich ist das größtenteils nichts. Ich glaube schon, dass es irgendwo etwas gibt oder vielleicht glaube ich auch unterbewusst an irgendwas, aber ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich bin jetzt katholisch, ich glaube an Gott, an Jesus und was weiß ich, wie der ganze, was da alles so war oder was man da glaubt und was man nicht glaubt und die Hölle und so. Ich weiß es nicht. Ich bin aber nicht religiös. Odin statt Jesus. So, 12. Wieso hast du keine bunten Tattoos? Also mit Farben oder so, oder bin ich blind? Ich habe noch keine bunten Tattoos. Ich habe für den rechten Arm geplant, erstmal alles schwarze oder halt schwarz-weiß-graue Tattoos zu machen. Und am Ende wird mit Farbe da ein bisschen was noch gemacht. Und zwar nennt sich das Ganze Polka Trash. Kannst du gerne mal bei Google eingeben. Das ist ein sehr abstrakter, abgefahrener Stil und so soll mein Arm später dann aussehen. Also der Arm ist noch lange nicht abgeschlossen, da kommt tatsächlich ein bisschen was Buntes dazu. Wahrscheinlich rot. So. Gehen wir weiter. Murat 99 fragt, kannst du vielleicht Musik im Hintergrund laufen lassen? Nein. Klar könnte ich das, aber ich möchte das nicht, weil man kann das Ganze ja schön nebenbei hören, wenn man irgendwie ein Spiel spielt oder so. Und deswegen möchte ich einfach nur mein Gelaber machen. Das müsste eigentlich vollkommen ausreichen. Der Bernie hat vier Fragen. Hi, der Bernie. Erstens, mit welchem Getränk hast du dich mal so krass abgeschossen, dass du es nicht mehr trinkst? Eigentlich mit gar keinem. Ich habe mich mal tatsächlich sehr abgeschossen mit V plus Coruba, aber das kann ich mittlerweile wieder trinken. Also eigentlich gibt es da nichts. Nö. Zweitens, würdest du dir mal so eine richtige krasse Figur für 400 Euro plus kaufen? Sideshow oder Hot Toys? Wenn ich wirklich so ultra viel Geld übrig hätte, vielleicht schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh nee, 400 Euro für eine Figur ist mir zu viel. Würde ich tatsächlich tun. Aber bevor ich das mache, würde ich die 400 Euro eher auf meinen Arm investieren oder sonst wo auf meinem Körper verbrauchen. Drittens, welche Zeichentrickserien aus deiner Jugend vermisst du? Ja, eigentlich alle. Wenn ich so das heutige Fernsehen angucke, klar gibt es ein paar Serien, die auch heute noch gut sind. Ich habe ja jetzt mit meiner Tochter oft gesucht und lange geguckt, bis wir was Vernünftiges gefunden haben. Aber tatsächlich sind die Serien für die Kinder von damals einiges besser und ich vermisse sie tatsächlich im Fernsehen, dass da sowas läuft. Aber wozu gibt es Video on Demand und DVDs und Blu-rays und sowas. Dann kann man ja fast alles nachkaufen mittlerweile. Viertens, wenn du ein Handy entwickeln würdest, welche drei Funktionen, die es noch nicht gibt, müsste es haben? Da diese Frage habe ich im Vorfeld schon gelesen, habe mir gedacht, so, keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, würde ich nicht jeden Tag zur Arbeit fahren müssen, sondern hätte ein Handy entwickelt und wäre jetzt steinreich. Denn was soll ich dazu groß sagen? Es gibt ja fast nichts, was die Handys nicht können, so, ne? Wenn ich sage, ich will mit dem Handy Kaffee kochen können, aus Scherz, dann ist das sogar möglich, wenn man eine Smart-Kaffeemaschine hat. Dann kann man das Ganze ja verbinden und kann mit seinem Handy die scheiß Kaffeemaschine steuern. Also es gibt ja wirklich fast nichts mehr, was man mit dem Handy nicht machen kann. Naja. So, Sascha Milde, hast du noch eine Frage? Genau. Gibt es irgendwann ein Video mit deiner Frau oder sogar mit deiner Tochter? Mit meiner Tochter? Nein. Das möchte ich nicht. Jeder, der das macht mit seinem Kind, meinetwegen, muss jeder für sich selber wissen, aber ich möchte das nicht. Mit meiner Frau gibt es mit Sicherheit mal irgendwann wieder ein Video, die war ja sogar schon mal auf meinem Kanal mit dabei, ist zwar schon Ewigkeiten her, aber gibt es und da wird doch bestimmt mal wieder irgendwann was kommen. Ich hatte sie schon darauf angesprochen, aber bei uns ist halt das Problem, das funktioniert halt nicht so einfach, ne? Denn wenn sie jetzt hier unten wäre, wäre ganz oben
zwei Etagen darüber unsere Tochter alleine und wird schlafen. Und wenn sie dann wach wird und keiner ist da, ist das scheiße. Deswegen ist das halt nicht so einfach. Spielst du Fortnite oder spielst du Fortnite Battle Royale? Nein, bisher nicht. Ich habe es mir aber für die Switch jetzt runtergeladen und werde mir das auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, nur angucken. Ich denke nicht, dass das was für mich sein wird. Dann, der Valedor hat fünf Fragen. Spielst du gern Tutorials oder legst du lieber direkt mit dem Spiel los? Ich mag es eigentlich, wenn so ein Tutorial, wenn es denn nötig ist, gut ins Spiel integriert ist. Ansonsten nerven mich so reine Tutorials, die halt ewig mit Text versehen sind und ewig lange dauern. Das nervt mich immer ein bisschen. Wenn ich jetzt an so Strategiespiele oder halt so Aufbausimulationen denke, dann lege ich am liebsten einfach mit dem Spiel los und bringe es mir selber bei. Zweitens, welchen der Lego-Titel kannst du empfehlen für Koop? Eigentlich alle. Also einer meiner Lieblingsteile von den Lego-Titeln ist Fluch der Karibik. Auch wenn das noch ein etwas älterer Teil ist, wo sie keine Sprachausgabe haben, sondern nur diese komischen Laute und Geräusche. Aber trotzdem super Titel. Drittens, wenn du die Wahl hast, spielst du eher einen Mann oder eine Frau im Spiel und warum? Ich spiele meistens eher einen Mann, weil ich einfach finde, dass weil meistens geht es ja dann so um Rollenspiele und Fantasy-Sachen und was weiß ich was. Und meistens finde ich halt, bei einem Mann wirkt dann später die Rüstung, die man bekommt, immer so ein bisschen brachialer, ne? Deswegen nehme ich meistens eher den männlichen Char. Mittlerweile bin ich aber dazu übergegangen, zum Beispiel bei Skyrim habe ich mir vor kurzem auf der Switch einen weiblichen Char erstellt, der unfassbar cool aussieht und da habe ich auch Bock drauf, damit zu spielen. Viertens, in welchem Genre bist du zwar talentfrei, versuchst es aber dennoch immer wieder? Talentfrei. Ich sag mal so, bisher habe ich jedes Genre und jedes Spiel, was ich irgendwie durchspielen wollte oder wo ich sogar Platin haben wollte oder was auch immer, irgendwann geschafft. Das ist meistens bei mir nur eine Frage der Zeit, bis ich irgendwas schaffe. Ansonsten würde ich sagen, sind es Shoot'em'ups. Ich meine, Shoot'em'ups, auch da ist das wieder so. Wenn ich halt viel Zeit investiere, dann schaffe ich das auch früher oder später. Aber das sind auf jeden Fall Sachen, wo ich mich erstmal reinfuchsen müsste, was ich dann nicht immer tue, aber trotzdem versuche ich es immer wieder. Shoot'em'ups. Aber talentfrei würde ich jetzt auch da nicht sagen. Also wenn ich ein bisschen rumprobiere, wird das auch fluppen wahrscheinlich. Fünftens, hast du schon einmal ein Video ohne Hose aufgenommen? Man sieht es ja nicht immer. Habe ich mit Sicherheit schon mal. Aber also nicht komplett ohne Hose, dann hatte ich zumindest eine Boxershort an. Aber komplett ohne Hose eigentlich nicht. Aber dass ich nur mal eine Boxershort an hatte, das könnte gut möglich sein. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, welches Video das war. Keine Ahnung. Alien fragt, hey Finch, ich wollte mal fragen, ob du deinen Wohnort nicht genau, aber vielleicht etwas näher beschreiben könntest. Komme aus Übach und wollte wissen, ob du es kennst. Übach, natürlich kenne ich Übach-Palenberg, ist halt ja ein bisschen von mir weg noch. Ich wohne halt, wie gesagt, näher von Aachen-Stolberg, falls dir das was sagt. Aber da auf dem Dorf irgendwo, das ist bis Übach, ist über eine halbe Stunde Fahrt von mir aus, also ist noch ein bisschen weg. Dann der letzte Fragensteller, der sogar gestern erst Fragen gestellt hat. Du hast echt Glück, Mirko von Mirkos Kosmos, dass du noch Fragen gestellt hast, weil ich hatte das Video letztens schon mal aufgenommen hier, habe es aber, wie gesagt, aus diversen Gründen nicht hochgeladen, habe es gelöscht, habe es neu aufgenommen und dann kamen deine Fragen. Sonst wärst du nicht mit dabei gewesen und hättest die Fragen fürs nächste Mal nochmal neu stellen müssen. Die erste Frage ist, wie würdest du reagieren, wenn deine Frau einfach mal mit eurem Auto in deine Gaming-Garage fahren würde? Ja, das ist nicht möglich, weil hier vorne kein Garagentor mehr drin ist. Ja, deswegen leider nein, leider gar nicht. Zweitens, welche Konsolen hast du aktuell so angeschlossen und welche liegen nur ungenutzt rum? Angeschlossen habe ich, also dass ich wirklich nur anmachen muss und es läuft los, habe ich nur eine. Und das ist entweder die PS4 oder die Switch. Das kommt, ich muss das halt immer einmal umstecken hinten so, ne? Oder ich könnte auch noch das Super Nintendo Mini anschließen oder die Wii U. Da habe ich auch tatsächlich das Stromkabel dran. Alle anderen Sachen stehen nur zu Dekorationszwecken aktuell darum. Also PS4, Switch, PlayStation 3 habe ich oben im Wohnzimmer angeschlossen. Die ist auch sofort startklar. Und Wii U und Super Nintendo Classic Mini. Diese Dinger wären relativ zügig einsatzbereit, ne? Aber alle anderen Sachen eher nicht. Drittens soll Bayern Lewandowski abgeben. Wenn er weg möchte, sollte man ihn abgeben, weil was bringt einem ein Spieler, der keinen Bock mehr hat? Ich meine, ich glaube nicht, dass Lewandowski einer ist, der, wenn er jetzt nicht verkauft wird, dass er nächstes Jahr dann sagt, ach, dann spiele ich eben nur noch Scheiße. Das glaube ich nicht. Ich habe das Gefühl, das hat er dieses Jahr versucht, ein bisschen zu provozieren, aber wenn er jetzt noch ein komplettes Jahr da bleiben müsste, würde er wieder ganz normal spielen, glaube ich. Aber trotzdem denke ich immer, es ist besser, einen Spieler, der gehen möchte, den auch gehen zu lassen. Weil, wie gesagt,
wenn ich jetzt bei einem Arbeitgeber keinen Bock mehr habe, suche ich mir ja auch was Neues und kann dann kündigen. Und bei den Fußballern ist das ja halt immer so ein bisschen was anderes, ne? Und das ist halt dann blöd. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann gehe ich. Er könnte es aber nicht. Und das ist halt doof, ne? Deswegen, wenn er keinen Bock mehr hat, gehen lassen. Wir kriegen ja auch mit Sicherheit genug Kohle für ihn. Er wird bald 30 jetzt in den nächsten Wochen oder so, glaube ich. Und auf jeden Fall, er ist jetzt 29, wird bald 30. Und für den 30-Jährigen, wenn wir für den wirklich noch diese 140 Millionen oder was sie da haben wollten, bekommen, warum nicht? Weg mit dem. Es gibt für dieses Geld kriegt man auf jeden Fall einen Ersatz für ihn, der Bock hat. Ne? Das ist ja immer wichtig, der muss ja Bock haben. Viertens, der beste Film, den du bisher dieses Jahr geguckt hast. Ich habe dieses Jahr noch nicht allzu viele Filme geguckt. Ich habe Episode 8 geguckt. Den fand ich ganz in Ordnung. Wir haben King Arthur geguckt, diesen letzten, den fanden wir ziemlich scheiße, wenn ich ganz ehrlich bin. Ansonsten haben wir dieses Jahr noch nicht viele Filme geguckt. Ja, wir sind halt bei Filmen nicht mehr so am Start, wenn dann eher Serien. Ja, von daher kann ich halt nichts sagen. Serien wäre Vikings gewesen, was ich dieses Jahr mega gefeiert habe. So, das waren in der Tat alle Fragen. Dann möchte ich das Ganze jetzt hier auch relativ zügig beenden und nochmal darauf hinweisen, schreibt mir gerne eure ganzen Fragen, die ihr habt, unten in die Kommentare und bitte, bitte beschränkt euch auf maximal 5 Fragen. Maximal. Ihr könnt natürlich auch nur eine stellen, das ist ja auch scheißegal. Und die andere kommt dann beim nächsten Mal. Denn desto weniger Fragen ihr stellt, umso genauer kann ich auf die ganzen Sachen eingehen. Weil ihr habt es jetzt gemerkt, so, ich bin ja ein bisschen durchgehetzt und trotzdem bin ich eine Dreiviertelstunde hier beschäftigt gewesen. Und das ist halt ein bisschen was ich nicht möchte. Ich möchte in diesem Video hier nicht schneiden, ich möchte hier keine Effekte machen, ich möchte nur sitzen und eure Fragen beantworten. Aber das Ganze soll trotzdem zügig, in Anführungszeichen, vonstatten gehen. Deswegen, wenn jeder, der eine Frage hat oder der Fragen hat, diese auf 5 beschränkt und die dann postet, ist das vollkommen in Ordnung. Dann kann ich locker noch eine ganze Weile alle Fragen beantworten. Denn es muss ja nun klar sein, wenn irgendwann mal ich, keine Ahnung, 100.000 Abos habe, was ich nicht glaube, dann kann ich nicht mehr alle Fragen beantworten wahrscheinlich. Und das wäre schade. Deswegen beschränkt euch auf 5 Fragen und alles ist cool. So, ja, trotzdem hoffe ich natürlich, dass ich wollte das nicht zu viel rummeckern oder sowas, aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem ein bisschen gefallen und ich konnte alle Fragen einigermaßen gut beantworten. Ja, die gehetzte Episode. Ja, die Fragenhetzerei. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, verlinken tue ich hier meine ganzen anderen Playlists von FAQ-Videos oder Frage-Antwort-Videos und ja, abonnieren, Daumen hoch, das wäre eine coole Sache. Kommentar mit Frage unten rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus. Tschüss.